Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bridge Builders. Ich wollte Immer gerade Bridge die Fighters Map sagen. sagen, aber es ist jetzt heißt immer noch die Map. Mann! Wir machen heute mal so eine kleine Challenge. Wir haben das gerade schon mal probiert und es klappt echt ganz gut. Okay, es war sehr knapp. Und zwar Ja, machen wir es so, aber dass auch wir. deswegen, weil ihr den Disconnect hattet. Ich glaube, ansonsten wäre das Ja. Ja. gegangen, Dann weil war es. Nachher war es nur noch das war 2 nachher ein versus 3, ne? Das ist halt. 4 versus 2 noch, ja. Ja, wir werden dem Typen hier alles geben, bis auf das Fichtenholz, was er als erstes benötigt. Ja, das Genau, ist dann halt der die übrigens, Challenge. der Bufti ist auch dabei. Ja, genau, der Simon ist auch dabei. ja, Ja, wir gib mir geben mal den Steine, Typen bitte. einfach alles bis auf Fichtenholz, damit er am Okay. Schluss mit all den Materialien direkt alles bauen kann. Ohne dass der halt stoppen muss. No. Michelle, Ja. gib mir mal Steine. So. Okay. Bin gespannt, ob das nochmal jetzt klappt. Ja, es war auf jeden Fall sehr knapp. Die Lilanen hatten am Schluss 94 und wir halt die 100. Und das war halt mega krass, weil die standen halt alle in der Mitte und hatten dann Simon und unser Mate, der ist auch wieder hier drin ist, der ist nämlich in der Party, Ja. ständig gekillt. Und das war mega knapp, weil hätten die den jetzt nochmal gekillt und wäre unser Was Mate heißt ihr nicht ständig durchgekommen. gekillt? Ich habe immer 3 von denen geholt, bevor ich dann getötet wurde. Ja, natürlich, aber trotzdem, unser Mate ist halt noch, währenddessen du mit den anderen gekämpft hast, ist unser Mate einfach vorbeigelaufen und konnte dann das Ei berühren. Das war halt mega knapp. Und unser Mate hatte ja nichts außer ein Holzschwert. Du warst ja der Ja, zum Einzige, Glück der hatte der ein equipped war. Schwert. Also mit Schwert hat man ja sowieso am Anfang, aber das war schon okay. Und trotzdem, das war relativ knapp. Also ich Ja. muss sagen, unser Mate ist auch eigentlich ziemlich korrekt. Ja. Der hat am Anfang halt nicht gewusst, dass Ja, Fichtenholz mir halt das anfangen nicht. erste Anfangen nicht Material ist, schlimm, was der aber braucht. jetzt Deswegen hatte dann er, als wir irgendwie. das als erstes testen wollten, dem leider Hat schon nicht das gerafft, gegeben. ja. Aber es war Ja, nicht wir so haben zwar schlimm. geschrieben, aber ich glaube, der hat das übersehen. Ja, kann sein. Oder er hat halt verwechselt mit Fichtenholzbretter. Nein. Kann ja auch Aber sein, jetzt aber war sind ja wir, nicht er weiß ja jetzt schlimm. Bescheid. Was will denn jetzt? Ja, der weiß nicht, was nicer das heißt. Denke ich mal. Echt? Ah, haben wir die Strategie mit mir eigentlich schon erklärt? Wie wird die? Was ich Achso, immer ja, mache? Simon macht die Offensive und rennt zu den Ich Gegnern spiele sehr rüber. offensiv und gehe immer über den Teleporter, sobald er frei ist. Klaut das Und Gold. versuche Gegner zum einen natürlich zu töten, um sie halt auszubremsen. Und zum anderen versuche ich, das Gold der Gegner oder die Dias der Gegner zu looten. Weil Gold ist halt richtig ekelhaft zu Möglichst holen. unbemerkt. Weil Gold ist halt richtig ekelhaft zu holen, weil es halt Es relativ gibt wenig es nicht genug Golderz. bei uns in der Base. Ja, Genau, da in muss der man halt Base gibt es warten. nicht genügend Golderz für alle Goldblöcke. Und Kannst du okay, der euch. Teleporter ist betriebsbereit, sehr schön. Denise, ich droppe dir hier das Eisen hin. Ich glaube, die haben mich nicht mal bemerkt, wie ich den geholt habe. Perfekt. Alles klar. Die haben mich halt echt nicht bemerkt. Ja, dann geh einfach direkt Doch, wieder, wenn du online einer bist. hat mich bemerkt. Einer hat mich bemerkt. Scheiße. Aber egal, 2 Sekunden und ich werde geportet. Haha, zu spät, du Opfer. Ich habe den Dia-Block. Easy. Ja, gut, ne? Sollte auch Soll ich aufpassen. mir eine Hose machen oder wie machen wir es? Ja, equip dich mit dem Dierzeug halt. Okay. Ist eigentlich egal. Ja, dann mache ich mir eine Hose und ein Schwert. Ich glaube, hier ist ein Roter gewesen. Warum? Gewesen ist. Weil ich den Namen unten gesehen habe bei uns in der Höhle. Ich bin unten aber drin. Ich sehe keinen. Ich bin mir sicher, dass ich einen roten Namen gesehen habe. Werde ich ja sehen, wenn ich angegriffen werde. Ein kurzer Name war Ich das. bin ja, ich bin auch Sieht brauche dann einen kurzen kurz. Namen. Kurzer Name, die Ja, roten kann haben auch wegen dem eigentlich keinen Shader so sein, kurzen dass Namen, die oder? Farbe ein bisschen rumspinnt. Ja, kurzen Namen haben die schon, aber so kurz. So, polierter. Habe ich per. Oh, als ob ich einfach genauso viel abgebaut habe, wie er brauchte. So richtig zufällig. Ja, easy. Fichtenholzbretter braucht er noch. So, in 10 Sekunden kann ich mich wieder porten. Ja. Alter, dass ich einfach direkt den Diablo von dem. Ich weiß nicht mal, welches Team das war. Ich glaube, lila war es. Ja, hast du ja gesagt, als du Kann reingekommen bist. sein, dass es lila war. Ich bin diesmal bei grün. Scheiße, okay, die haben den Dia-Block schon abgebaut. Ja, aber die haben vielleicht noch was in den Öfen drin, ne? Oh, Gold. So, einen getötet. Ja. Ja, Stein haben sie in den Öfen. Ja, perfekt. Versucht mal vielleicht sogar nach unten zu gehen. Vielleicht haben die So, unten nochmal getötet. Öfen aufgestellt für Eisen Hier ist und. Eisen drin, okay. Hab Eisen gelootet. Also ich habe auch 8 Ah, Gold Stichwort schon. Eisen. Ich hole mir die Eisenblöcke von ihnen. Die haben sie noch nicht abgebaut. Ja, nice. Nice. Dann können wir halt Werkzeug machen oder halt für uns alle Rüstung. Ja. Stein brauchen wir noch 50 Stück. Wir haben nicht genug Steine. Nochmal Dias gelootet von ihnen. Ich geh raus, ich geh raus, ich geh raus, ich geh Ja, raus. noch sagen.
Oh Gott, ich komme sogar richtig gut durch gerade. Ich komme richtig gut durch. Ich habe noch genug Steine, ich brauche halt nur Kohle dafür. Es kann sein, dass ich das safen kann. Dann Holz, Michelle. Ich habe kein Holz. Fuck, nein. Abbauen. Oh Gott. Okay, Sternstufen hat er. Wir brauchen ja nichts mehr, wir brauchen noch Steine. Ja, das sind, glaube ich, 20 Steine. Nur noch Clean Stone? Ja. Ja. Das ging echt jetzt schneller wie eben. Ja, Alter, das ging nicht. Richtig, richtig schnell. Er baut. Ey, der hat sich schon der Fischen ausgegeben. Okay. Egal, egal. Egal. Komm, hat nicht genug gegeben, hat nicht genug gegeben. Er hat nicht genug gegeben. Ich hab das Rest sicher halt noch. Ja, okay, da hat er nur 3 Blöcke gegeben. Okay, zählen wir mal als. 4, 3. Noch dazu. 2, ich bin gleich wieder geportet. Mal gucken, 20 Steine. Ich bin bei Team Grün. Team Grün hat nicht viel, aber egal. Ich baue ihre Öfen ab. Okay. Oh, das dauert immer so lange. Team Lila hat auch nur 16%. Ja, war eben auch schon so. Wird auf jeden Fall wieder knapp sein. Die haben auch noch 0%. Okay, das kann man noch zählen, dass wir nicht weitergebaut haben. Also gar nicht angefangen haben. Ja, wir haben's. Ich hab's. 1, 2, 3. Wir haben alles. Gib denen das Holz. Perfekt. Wir können jetzt uns ausrüsten. Ich mach meine Dierhose. Er hittet mich gerade richtig gut. Egal, ich hab ihn. Alter, meine Equip ist halt auch einfach OP. Ich hab übervoll Eisen. Das hat man normalerweise nicht in dem Spielmodus. Ja. Ich glaube nicht, dass das knapp wird. Ja, vielleicht. Nein, ich glaube nicht, dass es diesmal knapp wird. Welcher Base bin ich? Grün. Ich glaube, das werden wir haushoch gewinnen. Sieht man doch schon. Wir haben jetzt schon fast das Doppelte, was die anderen haben. Und die haben die ganze Zeit gebaut. Ach du heilige Scheiße, unser Typ hat hier ein Herz aus Eichenloch gebaut. Ja, ich seh's gerade. Ja, geiler Typ, ey. Oh mein Gott, ey. Ja gut, so, in 6 Sekunden werde ich geportet. Ja. Das ist egal bei denen. Die sind alle ziemlich unequipped. Ich bin bei Rot. Schade. Ich bin bei Rot. Rot hat unten die Kisten, oder? Ich glaube ja. Ey, das ist sowas verkrüppelt, das baue ich nicht mal im Masterbild. Alles klar. Egal. Er baut wenigstens was. Ich habe den 5 Eisen genommen, den bei Roten. Perfekt. Der hat echt keine Hobbys, der Typ. So, da ist noch einer, der baut was ab. Oder ein Dierschwert. Aber ich hab die Dierhose, Junge, und der hat mich kaum gehittet. Ich bin mal lila. So, hier ist keiner mehr. Es ist halt richtig schön, dadurch, dass der Typ jetzt ohne unsere Hilfe einfach ganz easy weiterbauen kann, können wir uns damit beschäftigen, die Gegner einfach nur noch wegzuschnetzeln. Ja, ich hab 2 geholt, aber sag mal, nicht angefangen. Das ist eigentlich echt eine gute Taktik, ne? Das ist echt eine gute Taktik. Weil wir jetzt gegen Ende, wo es eigentlich am wichtigsten wird für die Gegner, sie einfach nur noch wegschnetzeln können. Ja. Ich kann sogar meinen ganzen Stein. Jetzt mach ich genau die Taktik, die ich eben noch Simon gesagt habe. Ich buddel mich einfach jetzt hinten raus. Und buddel mich dann da hoch. Wir haben es jetzt hier noch nicht verloren, weil wir einfach auch schnell sind. Die anderen sind mega langsam. So langsam sind wir auch nicht mal. Okay, die stehen beim Teleporter. Okay, die gehen jetzt. Dann kann ich jetzt wieder gehen. Ich habe 5 Eisen. Nee, 3 Eisen und 5 Gold von denen. In welcher Farbe bin ich? Grün. Oh, hi Denise. Und 23 Sekunden. Ah, Leute, wir haben mal eine kleine Bitte an euch, ne? Wir haben einfach so... Also, falls ihr Nestflo kennt, vielleicht kennen ihn einige von euch. Und da sind schon wieder die Killaura-Typen. Der hatte einen Tweet gepostet, irgendwas mit, dass Gegner immer Bad Game schreiben und so. Und dass wenig Leute irgendwie... Er hat das genaue Gegenteil gepostet. Er hatte in Rocket League auf einmal Mitspieler, die richtig, richtig nett waren. Und, ja, viele Leute fanden darauf hin, also haben halt auf seinen Tweet geantwortet, dass es doch voll schade ist, dass sowas nur Einzelfälle sind. Und daraufhin meinte Nestflo, ja, bei ihm sind es keine Einzelfälle, weil er halt einfach auch nett zu seinen Mitspielern ist. Und die Mitspieler das dann halt erwidern, diese Nettigkeit. Genau. Und daher habe ich halt gedacht, wäre es doch cool, wenn wir daraus so eine Art Challenge machen. Seid doch einfach mal in Zukunft, versucht mal so mega nett zu euren Mitspielern zu sein und versucht möglichst nette Reaktionen auch zu kriegen. Ja. Und ich habe vor, im Backpack Labs Forum ein Gewinnspiel zu machen. Kann ich jetzt an dieser Stelle einfach mal anteasern. Und ich kann euch nur sagen, der könnt ihr ruhig vertrauen, weil
Wir werden ja, jetzt nicht den, sowas... Den Premium-Rang werdet ihr kriegen, wenn ihr tatsächlich gewinnen solltet. Und zwar wird es sich dabei um Folgendes handeln. Eine Challenge. Versucht einfach so nett wie möglich zu euren Mitspielern zu sein. Und derjenige, der ein Screenshot vorweisen kann, auf dem er eine möglichst nette Antwort von seinen Mitspielern halt gekriegt hat, auf diese Nettigkeit, die er rausgehend gebracht hat. War das ein deutscher Satz? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht. Wie auch immer. Versucht nett zu euren Mitspielern zu sein und wenn sie dann auch nett zu euch sind, dann könnt ihr einen Screenshot machen, den in oder ein Video halt schicken. Oder ein Video natürlich auch. Und könnt den dann in diesen Thread einreichen als Antwort und ja, derjenige, der die nettesten Mitspieler oder der seine Mitspieler am meisten dazu bringt, dass sie nett sind, der gewinnt einen Monat Premium von mir. Und bitte nicht faken. Auf dem Bergwerk Lab Server. Und oh, das war's schon. Ja. Also wir haben haushoch gewonnen, die haben 36% und wir haben 100%, also steht es 99, aber ist ja, ja 100. Ist immer so. Also die Taktik geht auf jeden Fall sehr gut auf. Ja. Weil der halt nicht stoppen muss, der baut halt einfach direkt alles fertig. Wie peinlich. Ja gut, ja, wenn ihr da mitmachen wollt, dann denken, Wir gehackt haben. Wir falls, haben falls der Link, sei mal ruhig jetzt, Mann. Also ihr könnt da gerne mitmachen. Falls der Link dann schon besteht, ist er in der Beschreibung, dann könnt ihr da gerne mitmachen. Weil ich finde das auch mega gut, weil man fühlt sich selber gut, wenn man halt ein bisschen was Gutes macht. Ja. Und wenn natürlich Positives zurückkommt, ist das umso cooler. Wir haben bis jetzt schon 3-4 Runden gespielt und leider nicht wirklich Gutes bekommen. Obwohl wir die Leute wirklich gelobt haben. Ja, einer war nett. Ja, die, einer war die keiner hat irgendwie Bad Game geschrieben oder so, aber die haben jetzt auch nicht irgendwie uns mal gelobt dafür, dass wir die gekillt hatten oder aber so. Ich denke, wenn das wirklich viele Leute machen, ja, kann man damit viele vielleicht sogar eine richtige Welle lostreten der Nettigkeit. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, das wäre halt echt ultra cool. Wir machen die Jugend wieder normal. Nee, netter. Ja, nicht normal, sondern einfach nett. Schade in letzter Zeit. Seid ein bisschen respektvoll zugeben, dass, zu anderen. Ich muss auch zugeben, dass ich das selber oft gemacht habe, dass ich halt wirklich geflamed habe, ja, Leute beleidigt habe. Ich wurde sogar für 24 Stunden vom Bergwerk Lab Server mal gebannt, weil ich Leute als Lappen bezeichnet habe. Und das ist schade, das muss echt nicht sein. Und im Nachhinein tut mir das natürlich auch leid, dass ich da Leute beleidigt habe. Und aber versuchen wir doch einfach mal so eine Gegenbewegung zu machen, weil ich bin natürlich nicht der Einzige, der sowas schreibt. Ich lese das jeden Tag und das ist halt schade. Und mittlerweile ist das so ein Alltag. Viel cooler wäre es doch, wenn anstelle von einem Bad Game, wenn man verloren hat, ein gut gespielt im Chat stehen würde. Oder wenn man gewonnen hat, dann schreibt man halt anstelle von easy mal, keine Ahnung, einfach ein GG. Ja? Ja, GG ist ja gut Game. Obwohl ich natürlich das GG nicht bevorzuge, weil ich immer GG für arrogant halte. Ja, auf BWL muss man besser, das ist schon. Ja, schreibt einfach hin, du hast gut gespielt, warst ein guter Gegner vielleicht oder sonst was. Lasst euch irgendwas Nettes einfallen. Komplimente und euren Mitspielern sehr gerne auch. Also zum Beispiel, wenn ihr gewinnt und es war eine 4x3 Runde, ja, dann könnt ihr eure Mitspieler loben. Genau, hey, wir haben ja mitgeholfen. Motiviert euch alle gegenseitig, das ist halt, das bringt euch echt weiter. Positive Energie. Genau, gut, ich würde jetzt sagen, wir hören jetzt mal langsam auf, weil sonst haben wir gleich noch hier den Schluss noch länger wie die ganze Runde. Lasst ein Like da und verbreitet positive Energie. Genau, in der Videobeschreibung wird dann entweder dieser eine Link da sein und auch der Link zu Simons Kanal. Ja, und zum Gewinnspiel, falls ich das bis dahin rausgehauen habe. Ja, der Spielmodus ansonsten, wird ungefähr in der Woche oder so kommen. Aktiv im Bergwerk Labs Forum sein, vor allem im Off-Topic-Bereich, da wird das Ganze kommen. Dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit und zur Not könnt ihr mir auch einfach auf Twitter folgen, da werde ich das auch nochmal ankündigen. Genau. Mach's gut, bis dann. Ciao. Und lasst ein Like da, vielleicht, wenn es euch gefallen hat.